Hallo. Car-Battle und so. Mit Silas und Fabian als Special Guest. Nein, mein T-Shirt ist gerissen. Willkommen zu einer neuen Die Folge Folge. Car Battle in Motorsport 6. Werde ich alles nicht Car. rausschneiden. Das ist mir scheißegal, Silas. Was hast du denn gemacht? Meine Schultern sind zu breit. Ist an der Naht an der Schulter gerissen. Oh, RIP. Sag mir einmal neben mein Lieblings-T-Shirt. Der beste Animation in Forza Motorsport 6. Hat sich in allen Videos von mir. Bin zu breit für Wir mein haben hier zwei T-Shirt. wunderschöne Autos aus der LMP-Klasse. Und zwar aus quasi fast schon der Jahrtausendwende. Und zwar durch den 99er BMW V12 LMR. Oh, shit. Also, und ich habe einen Toyota GT1, der Xbox ein One bisschen oder? kaputt ist. Halt nicht. Ja. Aber M-Power, ne? Wird halt hoffentlich gewinnen. Mal gucken. Ich weiß. Ich weiß. M-Power ist normalerweise Beste. Beste, wo gibt. Beste. Dumm. Lustig, ich kann mich unter meiner Achsel jucken, ohne mein T-Shirt auszuziehen. Ja, damit willkommen zum Drag Race. Nein, nein, den BMW. Nein, 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 nein. Ey. Hallo? Was soll denn das? Hallo? Der fährt zu schnell. Der muss geblitzt werden. Welcher Raser? Drifte mal. Los. Okay. Nein, früher driften. Nicht 10 Meter vor Ziel. Ist ja langweilig. Boring. Boring geht auch an Toyota, bis gleich. Vor allem auch an Toyota. Das war das erste, was im Kapitel kommt, ne? Das weißt du. So, we are back zum Bremstest bei 250 km/h. Ja. Oh no, it's not me. Und ich stehe eigentlich hier. Genau. Damit geht der zweite Punkt an Toyota. Aua, ey, was soll das? Du Sau. Nimm meine Aids los. Danke. Herzlich willkommen zum Top Speed Test 3, 2, 1, go. Oh ne. Oh ne. Hello. Hello, darkness, my friend. Na komm, komm, noch 3 km, bitte. 2. Komm, BMW. Ein. Komm, BMW, los. Jetzt noch 10 mehr. War jetzt aber nicht so schnell, ne? Wir haben da ein bisschen mehr erhofft. Weil das ist schon ziemlich langsam, ne? Ist über 300. Ist Oh Gott, ey. Ich habe genau 200 Meilen geschafft. Also es ist okay. 450 Ja. km/h. Wahnsinn. Was hast du denn geschafft? 334. Not bad. Vor allem für einen Toyota. Das ist halt neue Toyota, ne? BMW ist halt schon besser, finde ich. Ja, BMW ist cooler, ja, ich weiß. Deswegen fährst du auch rein, ne? Kein Toyota. Deswegen fahre ich einen BMW, Deswegen fahre ich einen Corsa. genau. So, weiter geht's mit den Was hast du Rennen. denn jetzt erreicht in kmh, du Spast? Hab doch gesagt, 200 Meilen. Ja, in kmh. Oh, 323, ey. Und jetzt können wir weitermachen. So, willkommen zum ersten und einzigen Rennen.
Natürlich auch für Le Mans. Was sonst? Die Simschadenkollision nochmal ein, alles richtig knallhart. Warte. Nee, ich kenne den ersten Gang. Ich auch nicht, oh Gott. Aber auch schon bei der ersten Kurve, ne? Wollte keiner irgendwie dann vorbeilassen. So wirklich. Nee. Gut. Lass dir mal. Das ist ein Vorsprung, ne? Ja. Bin ich korrekt. Ja, ein Punkt für den, der die beste Rundenzeit hat, und ein für den, der als erster im Ziel ist. Nach diesen vier Runden. Rundenzeit ist da. Erster Platz ist da. Sieht das Sieg ist da. Das ist sowieso gewonnen, weil du schon drei Punkte hast. Ja. Theoretisch kann ich jetzt offline gehen, schlafen gehen und dann habe ich trotzdem gewonnen. Nee, dann hast du auf einmal verloren, weißt du? Weil ich 10 Punkte gemacht habe. Ach du Scheiße. Nein, ich darf nicht boxen. Wir waren übrigens mit Schikane, ne? Ja, weiß ich, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, habe aber erst einen. Ich Behinderte. Voll reingestempelt, ne? Ja. Wegen dem Bremsfest. Ja, leicht. Aber ist ja schon mal nicht schlecht, wenn du Schaden hast. Ja, Bremse. Gehst du in die Box? In der Box. Nein, muss der LMP-Wagen, der kann das ab. Ja. Boah, die Dinger sind schon geil, ne? Auch mein Sound, ne? Dieser wunderschöne V12. Was für ein Motor hast du eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wonach hört sich das denn an? Welchen Motor? Keine Ahnung, das könnte ein V8 sein mit ganz, ganz wenig Hubraum oder ein V12. Warte mal, vielleicht krieg ich das geschissen. Gott. Jetzt kommt's. Komm. Das ist bestimmt nicht laut. Was klingt das? Weiß nicht. Ich hatte gar mein Mikrofon im Ohr, das war gar nicht geil. Nee, im Mund, weißt du. Aber ich weiß auch nicht, das ist, wie gesagt, entweder ein V8 mit ganz, ganz wenig Hubraum oder ein V12. Ich würde aber sagen V8. Würde ich auch sagen. Wobei schon V12 klingt natürlich ziemlich tief. Ja, genau. V12 würde ein bisschen höher sein, ein bisschen mehr schrauben. So wie Marc. Hallo! Ja, ich merke, dass mein Fehler beim Kaffee ist beim Lenken. Ich kann dir einen Punkt schenken in der Box fahren. Wieso ist er denn geschenkt? Das ist doch noch dritte und vierte Runde, ne? Aber ich glaube nicht, dass du Fehler machst. Ja, wobei. Doch. Das glaube ich doch. Guck mal kurz weg. Hat keiner gesehen. Nur ich. Oder Zuschauer. Doch, hat keiner gesehen. Ist ja quasi keiner, ne? Korrekt. Wir können ja mit einem Quickstop machen. Ab jetzt. Dann habe ich mein absolviert. Nö. Bla 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 ist da. Bla 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 ist da. Bla bla bla. Nein, das überhaupt. Stimmt. Safe, du musst in der Box. Knapp werden. 79%. Sollte ich aber schaffen eigentlich. Na ja, erst schon. 4 Runden. Wollte gerade sagen, einer ist absolviert. Ich war gerade bei 5 Runden, deswegen. Also, da hast du einen gewesen.
Nee, vier Runden easy. Obwohl. Hätte ich doch geschafft, glaube ich. Wäre ich die Box gefahren. Ja, wäre schon mit ein paar Prozent durchs Ziel gekommen. Ich kann auch ein paar hundert Meter rollen oder so. Ist immer noch besser, als jetzt einen Boxenstopp zu machen. Wenn man so übelst viel Zeit verliert. Ach, was du nicht sagst. Doch. 1,5 Kilometer. Wo bist du jetzt? Ende gerade, ne? Ich bin zwischen erst und zweiter Schikane. Ja. Ich sag, wann ich bei der zweiten bin, also wann ich bremse dafür. Ich bremse. Jetzt. Und ich beschleunige jetzt aus der ersten raus. Der BMW, ne? Aber wie flach das Ding ist, ne? Ist ja nix. Ist halt wimpschnittig. Wimpschnittig? Wimpschnittig. Ja, das war ganz gut. Schön gebremst. Guter Bremspunkt. Aber der Rundzeit, ich weiß nicht. Mein Toyota, der ist halt schon ziemlich schnell, ne? Sehr schnell. Also der Toyota, ja. Sehr schnell, was ich höre nicht zu. Bin abwesend. Ich war gerade schon am Schlafen in meinem Kopf drin. In meinem Kopf drin war ich schon am Schlafen. Das war nicht so gut. Oh, nicht so weit rauskommen! Du wirst ja keine Fehler machen. Oh, ich soll weit rauskommen. Kommen. Du nimmst gerne Gras? Wer ist Gras? Guter Gras. Gras. Ja. Ich muss sagen, für so alte Autos fahren sie noch ziemlich gut, ne? Wo die schon jetzt bald 20 Jahre alt werden. Ich weiß, was auch 20 Jahre alt ist, mein E36. Und ich in einem halben Jahr. Mein Auto ist älter als ich, sieht aber jünger aus als ich. Und ich sehe schon ziemlich jung aus. Also besser aus als du. Ja, das. Da gebe ich dir recht. Ist auch nicht schwer. Da ist auch nicht schwer. Wir sind E36, da kommt kaum ein Auto dran. Corsa. Nein. Leben nicht. Achso, wenn es in der Rundenzeit unsauber ist, ist sie dann besser als dein oder schlechter? Nee, kack drauf. Also allgemein. Egal ob sauber oder unsauber. Ja. Gut. Und der Abstand wird irgendwie kleiner. Macht sie ab und zu mal ein Fehlerchen. Ich nicht. Ich fahre sonst eigentlich nie Autos mit Heckantrieb in der LMP-Klasse. Ich fahre meistens nur Audi und Porsche. Ich meine, bei der mal was Neues drin. Ja. Also der Mazda fahren, der hat Frontantrieb. Hä? Der ist ja ein Frontantrieb. Der Mazda auch, oder ne? Welchen Mazda? Der kleine, flache, rote. LMP2 oder wie? Würde. Muss ich dann nachgucken. Ich meine, der darf vorne drüben. Oh, oder? Nee, warte schon mal, der Tag ist ein bisschen behindert. Ja, klar, der Nissan. Ja, du bist behindert, das ist nichts Neues. Ja, der Abstand, ne? Also eben warst du noch 1 Kilometer weiter vorne. In der Tat. Ja, es wird ziemlich scheiße. Wenn was allein auf der Geraden gut machst, dann beschleunigen, ne? Guck mal gerade auf der Geraden mein Auto an. So vorne, Seite, voll geil. Und dann guck ich aber wieder nach vorne. Ich guck's nach vorne, so, oh, Barrikade bremsen. Ich hab exakt den komplett perfekten Bremspunkt gehabt, ey. Jetzt bin ich wieder wach. Das war so ein kleiner Schritt. Ich minimal verbremst, aber kein Problem.
Ich brauche auch nicht Zeit verloren. Jawohl. Rum, jawohl. Oh, 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 nee. Nicht gut. Komm mal. I. 20 Sekunden schneller ist in der Vorrunde. Und die zweite Runde war sauber. Aber halt noch Boxen Ausfahrt, ne? Ja, wollte gerade sagen. Also die Runde war, wie viel besser? 5 Sekunden. 29. Mein Reifen von der links, der will schon nicht mehr. Der ist schon gelb. Dann sind die gerade mal eingefahren. Ach du Scheiße. Dürfen wir raus. Ach Manu. Das muss so. Ja, ich glaube, beste Rundzeit habe ich sowieso, aber den ersten Platz hatte ich auch keinen. Wenn wir die zu Null gewinnen. Gerade holst du mich sowieso, denke ich mal. Ja. Oh ja. Die Meter anzauschen. Oh, mit der Bremse neu. Das war knapp bei mir, ne? War sehr knapp. Fast in die Mauer gesegelt, aber nur knapp. Da kommt ein Toyota. Hallo. Hallo. Nimm auch keinen Windschatten, alles gut. Wofür brauchst du auch Windschatten, Alter? Ja, super sieht das. Jetzt hab ich nochmal wieder so. Das war das gut. Der Wagen ist kaputt, wie kommt denn das? Hast du echt Schaden? Ja, natürlich hab ich Schaden. Nee, nee. Also mechanisch habe ich eigentlich nur Antriebswelle 100 und Bremsen und Federn vorne rechts auch 100. Na gut, Silas. Einmal verbremse ich mich. Und dann. Yep. Was ist los? Der Wagen zieht so nach rechts, ey, das ist kacke. Was ist hier das? Weißt du, wie denn sagt, so eine schöne halbe Runde geworden, vielleicht noch ein schöner Zweikampf, aber nein! Natürlich muss der in die Schikane rein von der Barriere. Ey, jetzt sind wir quit. Das hast du schon mit mir gemacht, dass du einen Gegner in eine Barrikade geschubst hast und ich dann vollkommen reingefahren bin. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Und so bin ich auch mit dich reingefahren. In Prag. Nur ein bisschen heftiger. Ist aber auch ein Sprintrennen, ne? Egal. Nicht ein Rennen, was ich bei 60 Kilometer oder so, wie wir jetzt gefahren sind. Egal. Trotzdem sind wir jetzt gut. Ja, das war der Ziel, ne? Ich muss mich rächen. Genau, das war meine Intuition hinter diesem Bremsfehler. Intention, nicht Intuition. Das ist was anderes. Dein Bauch. Ich wollte dich nur berichtigen. Was los, Fabian? 600 Meter. Ja,
Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Vielleicht zu viel Gewicht an Bord oder so, ich weiß nicht. 800. Mensch, fast 900. Oh, beide Punkte gehen an mich, glaube ich. Aber bei einer auf jeden Fall. Ja, rund halt auch. Einer geht unfair an dich. Ja, ich hätte dich sowieso fertig gemacht. Ja. Jo, auch mal am Ziel. Jo. Wir sind nur quitt. Jetzt sind wir quitt, ey. Du so recht, einer. Genau das war dein Ziel, ne? Muss ich unbedingt wegficken. Jetzt habe ich 5-0 gewonnen? Nee, 7-5, weißt du. Ich brauche nochmal die Punkte. 5 Disziplinen. So, du hast Drag Race gewonnen, Bremstest gewonnen, Top Speed gewonnen und das Rennen. Wie viele Punkte hast du dann wohl? Warte nochmal, ich habe nicht aufgepasst. Also, du hast das Drag Race gewonnen. Ja. Den Bremstest. Ja. Den Topspeed-Test. Ja. Du bist im Rennen Erster geworden. Ja. Du hast die beste Rundenzeit. Wie viele Punkte hast du wohl? 5. Oh, Mathe-Genie, Alter. Natürlich hast du 5. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 sind 5. Du bist echt manchmal ein richtiger Dulli. Du weißt nicht, wie viele Punkte du... Ich hätte einfach lügen müssen. Ich hätte sagen müssen, nee, du hast 3 zu 2 gewonnen. Ich hätte einfach lügen müssen. Ich weiß, dass ich alles gewonnen habe. Ich wusste nicht mehr die komplette Disziplin gerade. Es gab in jeder Folge 5 Disziplinen. Das war immer das Gleiche. Es gab immer maximal 5 Punkte zu holen. Muss ich mir merken. Wenn man alles gewinnt, hat man meistens auch 5 Punkte von 5. Ganz zufällig. Muss ich mir merken. Ja, dann macht die Abmoderation. Ciao. Das ist eine richtig gute Abmoderation. Ciao. Dann mache ich den Rest. Dann danke fürs Zuschauen. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Das ist ein Spaß, die. Und ciao. Ciao.